Ja, der letzte Tag der GPN, früh am Morgen um 11:15 Uhr. Der Saal ist trotzdem schon wieder erschreckend voll geworden. Wir haben heute hier Marco. Marco kommt tatsächlich aus der Chaos-Bubble, beschäftigt sich mit IT der öffentlichen Verwaltung, arbeitet inzwischen auch in der öffentlichen Verwaltung und wird uns heute was erzählen. Der Talktitel ist Hack Your Government, warum Verwaltungsdigitalisierung nicht ohne Zivilgesellschaft geht, und trifft damit natürlich sehr viele grundsätzliche Themen dieser Veranstaltung. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass so viele gekommen sind zu so früher Stunde. Für eine Chaos-Veranstaltung ja durchaus sportlich. ich will ein bisschen was erzählen zu Verwaltungsdigitalisierung, ein bisschen was, wenn es um das Thema geht, natürlich auch irgendwie um dysfunktionale IT, aber auch vor allem ein bisschen darum, wie wir das ändern können, was sich verändern muss in der Verwaltung und was sich auch gerade ein bisschen schon ändert. Ich versuche so ein bisschen einen positiven Blick auf das Ganze zu skizzieren. Ich glaube, Talks, die einen Katastrophenblick haben, haben wir genug auf das Thema. Wird auch ein bisschen drin vorkommen, keine Sorge. Aber ja, vor allem geht es mir darum, so ein bisschen einfach aufzuzeigen, wie wir vielleicht aus der HackerInnen-Szene in die Verwaltung hineinwirken können und dafür sorgen können, dass dort Dinge besser laufen als aktuell. Genau, starten wir direkt mit ein bisschen mit einer kleinen Motivation. Warum einmischen? Verwaltung klingt erstmal an sich relativ trocken und langweilig, sehr bürokratisch, feste Strukturen. Das kennen wir alle, die Prozesse sind sehr eingefahren. Aber das Ganze ist insgesamt, wenn man ein bisschen näher reinschaut, doch tatsächlich sehr schnell hochpolitisch und total gesellschaftlich relevant. Wir sind alle irgendwie von Verwaltungs-IT betroffen. Wir alle interagieren mit dem Staat. Wir alle nutzen Systeme des Staates. Wir sind in irgendwelchen staatlichen Datenbanken verzeichnet. Das heißt, wir haben schon mal eine generelle Betroffenheit aller Personen, die in diesem Land leben, zum Thema Verwaltungs-IT. Digital erreichbare Leistungen vom Staat können einerseits natürlich Zugangshürden schaffen, sie können aber auch Zugangshürden abbauen. Also ich denke da gerade an Möglichkeiten, Sozialleistungen einfach zugänglicher zu machen, überhaupt darüber zu informieren, welche Sozialleistungen stehen denn zur Verfügung für bestimmte Personengruppen. Also als Beispiel, da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit guter IT, einfach auch eine soziale Gerechtigkeit herzustellen, wenn eben die IT in der Verwaltung nicht gut funktioniert und die Prozesse nicht gut funktionieren, kommen diese Leistungen eben nicht bei den Personen an, die eben den Bedarf daran haben. Der Staat hat ja auch eben diese Rolle, die Funktion, eben für alle letztendlich bestimmte Leistungen anzubieten, die eben Menschen auch unterstützen können. Genau, und der dritte Punkt, dysfunktionale Verwaltung zerstört das Vertrauen in Demokratie. Wenn wir es nicht hinkriegen, einen Staat aufzubauen, der eben in der Lage ist, seine eigenen Funktionen zu erfüllen, sinkt natürlich das Vertrauen in den Staaten, in die Demokratie. Und das ist natürlich auch was generell natürlich sehr problematisch werden kann, wenn wir uns anschauen, was für politische, gesellschaftliche Entwicklungen es in Teilen in anderen Staaten, auch in Deutschland schon gibt, die eben darauf basieren, dass eben der Staat eben seine Funktion, seine Rolle nicht erfüllen kann. Ja, und wir haben noch dazu so ein bisschen das Problem in der Verwaltung, oder machen wir die Herausforderung. Ich habe vorige Woche noch mit einer Personenvertretung aus einer Kommune geredet und die beklagen gerade einen Mitarbeitendenschwund von 30% in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das heißt, auch in der Verwaltung wird sich ganz viel tun. Ganz viele Leute werden aus der Verwaltung ausscheiden. Das heißt, diese Gefahr, dass der Staat irgendwann nicht mehr handlungsfähig ist, die ist einigermaßen real, wenn jetzt eben die Menschen in der Verwaltung fehlen und wir es nicht hinkriegen, dass eben in der Verwaltung genug Menschen arbeiten. Und IT kann eben oder muss, glaube ich, auch eine Lösung, Teil davon dieser Lösung sein, diese ganzen Prozesse in der Verwaltung effizienter abbilden zu können. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gefahren, gehen wir gleich noch im Talk drauf ein. Genau, und es braucht zu diesem ganzen Thema aus meiner Sicht unbedingt eine kritische Begleitung der Öffentlichkeit. In der Verwaltung passiert gerade wahnsinnig viel, viele gute Sachen, aber auch einige Sachen, die eher so unseren Werten entgegenstehen, vor allem so den Werten, die eben hier in der Chaos-Bubble sehr präsent sind, sehr vertreten sind. Und es lohnt sich total, die Aktivitäten der Verwaltung, die gerade passieren, kritisch zu begleiten, zu schauen, was macht denn der Staat, wie geht der Staat mit Daten von Privatpersonen um, wie handelt der Staat, welche Annahmen trifft der Staat, wenn er IT-Lösungen bereitstellt. Das ist alles ein hochpolitischer Prozess, den wir aus meiner Sicht begleiten sollten. Ja, ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, kennen sicherlich einige von euch, die Einmalzahlung 200 für Studierende. Und gab es ja viele Diskussionen auch darüber, dass eben die Einmalzahlung eben nur mit der Bund-ID nutzbar ist.
Was natürlich heißt, dass wir an zentraler Stelle letztendlich auch wieder eine große Menge an personenbezogenen Daten haben über Studierende, die es eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Das Ganze hätte man auch dezentraler aufbauen können. Und diese Einmalzahlung ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir alle irgendwie auf Verwaltungsservices angewiesen sind. Also wenn die Studierenden unter uns brauchen eben oder sind eben darauf angewiesen, also in den meisten Fällen, dass sie eben Zugang zu dieser Einmalzahlung haben und dann haben eben sozusagen, wir haben direkt eine Betroffenheit geschaffen, ohne dass diese Personen jemals irgendwie was Besonderes dafür getan hätten, um quasi mit Verwaltung interagieren zu müssen, sondern es sind eben äußere Umstände oftmals, die dazu führen, dass wir eben Kontakt zur Verwaltung suchen und darauf angewiesen sind. Ja, ein anderes Beispiel, auf EU-Ebene, die EU plant gerade eine europäische ID-Wallet einzuführen. Das heißt sozusagen, die EU plant eine Smartphone-Anwendung für alle europäischen Mitgliedstaaten zu entwickeln oder eben sozusagen die Staaten dazu verpflichten, diese Wallet zu entwickeln. Und die soll es eben ermöglichen, uns im Alltag, aber auch gegenüber Verwaltungen, aber auch gegenüber Privatwirtschaft zu authentifizieren. Gerade in der politischen Diskussion im Trilog bei den EU-Verhandlungen ist auch die Frage, soll es eben eine eindeutige ID für alle Personen in der EU geben? Das ist natürlich hochpolitisch und das ganze Thema Überidentifikation wird natürlich hier direkt sehr greifbar. Das heißt, die Frage, wo muss ich mich wann gegenüber wem identifizieren, ist sozusagen die Frage, wann gebe ich meine Identität preis, geknüpft nur an wirklich Use Cases, wo das wirklich relevant ist, sagen wir bei einer Bankkontoeröffnung zum Beispiel für Geldwäsche, Verhinderung oder Vermeidung. Oder wird es in Zukunft vielleicht auch sein, dass ich eben im Supermarkt, wenn ich irgendwie Bonuspunkte haben will, meinen Personalausweis an die Kasse halte und mich dann eben da eben mein Bonuspunktekonto füllen kann, was dazu führen könnte, dass wir eben in Zukunft im Alltag immer wieder uns mit unserer klaren Identität überall ausweisen müssten. Ja, ein drittes Beispiel, warum es ganz wertvoll sein kann, auf die Verwaltung zu schauen, was tut die Verwaltung, hier so ein bisschen aus dem Jura-Bereich. Das besondere elektronische Anwaltspostfach ist so ein Thema, was uns auch im Chaos beschäftigt hat. Da hat Markus Drenger einen größeren Blick auch drauf geworfen festgestellt, naja, so was da so im elektronischen Anwaltspostfach als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bezeichnet wird, hat den Namen eigentlich nicht verdient. Und dann gab es später ein BGH-Urteil dazu, dass dieses BEA sicher im Rechtssinne sei. Das heißt, dass diese vermeintliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie ausreichend sicher sei, um im Rechtssinne sicher, also im Rechtssinne diese Anforderung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu erfüllen. Da haben wir natürlich ein bisschen eine andere Position aus der Chaos-Bubble heraus. Und deswegen lohnt es sich eben auch hier, das Ganze kritisch zu begleiten und eben nicht darauf zu vertrauen, dass eben Verwaltung sichere Dienste baut, sondern eben ein bisschen mit draufschauen, ist oftmals wertvoll, um am Ende zu besseren Leistungen, Verwaltungsservices zu kommen. Ja, dann ein bisschen die Frage, wie sollte so eine digitale Verwaltung aussehen, wenn wir ein paar Wünsche frei hätten. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Thema Privacy und Security by Design viel mehr präsent ist in der Verwaltung, dass das wirklich bei allen IT-Systemen, die Verwaltung so entwickelt und betreibt, mitgedacht wird. Eine stärkere Nutzerinnenzentriertheit wird überall gefordert, wird aber oftmals nicht umgesetzt. Verwaltung sollte auch transparent sein, sollte dokumentiert sein. Also einerseits stelle ich mir vielleicht die Frage, wie sieht denn überhaupt diese Infrastruktur der Verwaltung aus? Was gibt es denn da für IT-Systeme? Was gibt es für Schnittstellen? Wie kann ich denn diese Systeme potenziell nutzen? Oder auch, wie kann ich mich darüber informieren, wie diese Systeme funktionieren? Das ist halt total wichtig und wertvoll, um eben auch diesen Prozess gesellschaftlich zu begleiten und zu schauen, wie sieht denn diese IT aus und was müssten wir da gegebenenfalls dran ändern? Oder an welcher Stelle ist es schon sehr, sehr vorbildlich? Andere Frage natürlich, welche Verwaltungsleistung gibt es denn überhaupt? Also der Staat hat eben in ganz vielen verschiedenen Rollen, vom Bauantrag bis zum Kindergeld, eine ganze Reihe von Verwaltungsleistungen, die er anbietet. Und das ist natürlich auch wichtig für die Gesellschaft zu wissen, was gibt es denn überhaupt an Verwaltungsleistungen? Welche Aufgabe erfüllt der Staat denn eigentlich? Ja, und Verwaltungs-IT sollte auch offen sein. Das heißt, wir wollen reinschauen können, wie funktioniert diese IT. Im besten Fall schauen wir uns Quellcode an von Services, die der Staat betreibt schauen dann gemeinsam darauf, dass eben diese die IT-Services
genau das erfüllen, was sie eben auch sozusagen vorgeben zu erfüllen. Das schafft natürlich eine große Transparenz, ist in allen Bereichen sozusagen fordern wir das und natürlich auch hier im Kontext Verwaltungs-IT ein ganz wichtiges Thema. Ja, dann ein bisschen die Frage, wie sieht Verwaltungs-IT aktuell aus? Ich habe mal ein kleines Symbolbild mitgebracht, das ich irgendwie ganz passend fand. Wir haben da so ein paar geringfügige Digitalisierungsdefizite. Also wenn ihr mit Leuten aus der Verwaltung redet, werdet ihr schnell dahin kommen, naja, so ganz so digital läuft es eben noch nicht ab. Meistens wird dann irgendwie auch das, was irgendwo online irgendwo digital reinkommt, am Ende wieder ausgedruckt. Ich hoffe, in den meisten Kommunenverwaltungen sieht es nicht ganz so schlimm aus auf dem Schreibtisch. Aber so als Symbolbild, da ist einiges zu tun. Ja, und dann ist die Frage, was macht die Verwaltung, wenn sie erkennt, naja, wir haben da irgendwie ein bisschen was zu tun, wir sind noch nicht so digital, wie wir es gerne hätten. Typischer Ausweg der Verwaltung, wir machen ein IT-Projekt. So, dann schauen wir uns mal so ein typisches IT-Projekt der Verwaltung an. Was ist so das Standardvorgehen der Verwaltung? Typisches Verwaltungsprojekt startet erstmal damit, wir haben ein, oder die Politik oder die Verwaltung startet erstmal dieses Projekt, dann passiert eine ganze Weile lang nichts. Wir sozusagen kriegen davon in der Regel auch gar nicht so viel mit, bis dann irgendwann mal am Ende Verwaltung und Politik dieses Projekt vorstellen. Und dann meistens kurz danach, Zivilgesellschaft schaut sich dieses Projekt an, es gibt einen großen Knall, System war nicht sicher, System erfüllt gar nicht die Anforderungen, die es erfüllen soll. Im Prinzip kann man viele Projekte dann an der Stelle wieder beerdigen und eigentlich neu aufsetzen. Ja, das ist so ein typisches Pattern. Das sorgt natürlich für Frustration, einerseits in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Politik und in der Verwaltung selbst. Wenn es nicht läuft, ist für beide Seiten nicht schön. Meistens gibt es irgendwie einen großen, oder gibt es größere Auseinandersetzungen auf Social Media zu dem Thema, wird medial sehr schnell dann hochgekocht, wenn wieder ein Verwaltungsprojekt gescheitert ist. Für beide Seiten eigentlich keine schöne Situation. So, dann ist die Frage, wie handelt die Verwaltung? Gibt es meistens zwei Optionen, entweder mehr Geld oder mehr Zeit. Projekt wird verlängert und kriegt mehr Budget, dann wird das Ganze schon funktionieren. Wir probieren das Ganze einfach nochmal und dann werden wir hoffentlich zu besseren Ergebnissen kommen. Spoiler, meistens funktioniert das nicht. Wir sind in so einem Zyklus drin, bei dem das Ganze dann häufiger auftritt. Ja, so ein bisschen ein Problem bei der ganzen Geschichte ist, wir sind sehr schnell in sogenannten Leuchtturmprojekten drin. Das heißt, wir schauen uns einen konkreten Aspekt an, den die Verwaltung digitalisiert, irgendein Vorzeigeprojekt, was irgendwie alle unsere Probleme lösen soll. Das konzentriert sich dann meistens aber nur auf ein ganz konkretes Problem und auf eine konkrete Nische und hat selten irgendwie so eine Flächenwirkung. Also wir haben dann zwar einen schönen Leuchtturm, der schön strahlt, aber die Gesamtinfrastruktur, die hinten dran benötigt werden müsste, Straßen, die irgendwie zu diesem Leuchtturm führen, Kanalisation, Stromnetz, die bleiben meistens aus und der Leuchtturm sieht zwar von außen schön aus, erfüllt aber in der Praxis irgendwie kaum eine Funktion. Wenn ich keinen Hafen habe, wo ich mit meinem Schiff einlaufen kann, um in der Analogie zu bleiben, dann ist der Leuchtturm irgendwie jetzt wenig wertvoll. Weiteres Problem, was dazu kommt, viele Leuchttürme in der Verwaltung sind eben aus Sand gebaut. Das heißt, eben durch diese fehlende Infrastruktur hinten dran passiert es eben auch mal schnell, dass so ein Leuchtturmprojekt irgendwie am Ende irgendwie nicht zum Fliegen kommt. Gerade irgendwie Datenportale in Kommunen sind so ein schönes Beispiel, wo dann irgendwie schön für viel Geld ein Datenportal aufgebaut wurde. Und dann stellt man fest, naja, irgendwie haben wir ja gar keine Daten, die wir da veröffentlichen können. Wäre irgendwie wertvoller gewesen, wenn man sich zunächst einmal angeschaut hätte, was haben wir denn für Daten in der Kommune, wie können wir diese Daten irgendwie direkt maschinenlesbar bereitstellen, statt irgendwie ein weiteres Datenportal aufzubauen, was dann eben leer rumsteht. Ja, ein bisschen zu dieser Frage, warum scheitern denn Projekte der Verwaltung? Oftmals ist es so, das Ziel des Projektes ist unklar oder eben wenig durchdacht. Das ist ein typisches Pattern, wenn eben sozusagen am Anfang irgendwie aus einer politischen Motivation heraus oder aus der Verwaltung heraus ohne eine größere Strategie ein Projekt entsteht, dann hat man sich oftmals nicht so tiefergehend Gedanken gemacht, was wollen wir denn konkret damit erreichen, was sind denn so die Auswirkungen dieses Projektes auf andere Bereiche der Verwaltung, was braucht denn alles, damit dieses Projekt funktioniert. Das ist so ein typisches Ding, viele Projekte starten schon in der Verwaltung falsch, sind eben falsch geplant und können eigentlich gar nicht zum Ziel führen.
Ja, Privacy Security by Design ist natürlich was, das aus unserer Sicht, was immer wieder klar wird, sozusagen, wenn wir uns das aus der Security-Perspektive angucken, aus der Privacy-Perspektive, wurde einfach oftmals nicht bedacht, hat keine Rolle gespielt, hat man als nicht so wichtig erachtet oder als Bonus-Zusatzfeature, was man vielleicht ganz am Ende vom Projekt noch machen kann. Das funktioniert natürlich in der Regel nicht, irgendwie am Ende von Projekten noch irgendwie da Security reinbauen zu wollen. Und was natürlich auch oft vorkommt, Verwaltung wurde schlecht beraten, gerade auf den höheren Ebenen, sage ich mal, auf der kommunalen Ebene eher noch weniger, sondern eher auf der Bund-Länder-Ebene, wo einfach auch mehr Geld da ist für das Thema, sind natürlich auch viel Beratung im Spiel. Und da passiert es natürlich auch mal, dass die Verwaltung falsch beraten wurde und eben nicht unbedingt die Lösungen letztendlich deswegen entwickelt, die es eigentlich bräuchte, die strategisch wichtig wären, sondern eben wieder ein schönes Vorzeigeprojekt, was sich ganz gut in so einem Projektabschlussbericht macht. Ja, so ein bisschen als Fazit zu diesen Projekten. Ich würde behaupten, Projekte sind jetzt nicht per se an sich schlimm. Natürlich müssen wir irgendwie Dinge angehen. Das kann man auch in so einer Projektstruktur machen. Aber sie müssen halt einer Strategie folgen. Und das fehlt halt in den meisten Fällen. Einfach nur einzelne, viele kleine Projekte machen, löst so das gesamtheitliche Problem nicht, löst meistens auch die Einzelprobleme nicht so wirklich. Wir brauchen eine langfristige Perspektive von Anfang an. Also diese Projekte müssen, bei den Projekten muss klar sein, wie werden die am Ende verstetigt? Wie kann man aus so einem projektartigen Ding irgendwie eine Infrastruktur schaffen, die letztendlich auch in der Fläche ausgerollt ist und letztendlich für das auch Finanzierung da ist und letztendlich auch Leute da sind, die dieses Projekt dann eben weiter betreuen können. Wir wissen, alle IT-Anwendungen sind nie wirklich fertig. Das Problem an einem Projekt ist, ein Projekt hat in der Regel ein festes Budget, ein festes Ende und dieser Irrglaube, ein Projekt sei wirklich irgendwann abgeschlossen und man hätte dann irgendwas digitalisiert, der hält sich doch sehr wacker noch in der Verwaltung. Und dieses über das Projektende hinausdenken ist noch was, womit sich viele Verwaltungen immer noch schwer tun. Ja, so ein weiterer Aspekt, die behördenzentrierte Verwaltung. Wir sehen es an vielen Stellen, dass die Verwaltung stark aus den eigenen Handlungsweisen, aus den eigenen Denkmustern heraus Projekte angeht. Ich habe auch hier nochmal als Beispiel mal das OZG mitgebracht. Sehr komfortabel für die Verwaltung, die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes. Also ein Verwaltungsakt ist irgendwie so ein Bescheid oder irgendwas, was am Ende eines, wenn ich so eine Verwaltungsleistung beantrage, zum Beispiel irgendwie Arbeitslosengeld, dann kriege ich am Ende Bescheid, wo dann draufsteht, ja, Sie kriegen Arbeitslosengeld oder negativen Bescheid, nee, Sie haben keinen Anspruch. Und der wird eben nach OZG in einem Nutzerkonto bekannt gegeben, in einem Postfach eines Nutzerkontos und gilt dann am dritten Tag der Bereitstellung als bekannt gegeben. Das heißt eben, wenn ich 3 Tage lang nicht in dieses Postfach reinschaue, dann ist aus Verwaltungssicht egal, weil am dritten Tag hätte ich reinschauen müssen und dann wurde mein Brief, mein Bescheid zugestellt. Das gibt es auch in der analogen Welt. Also wenn man sozusagen, ich habe die Verpflichtung, in meinem Briefkasten regelmäßig reinzuschauen, in meinen analogen. Das Problem an der digitalen Repräsentation davon ist eben, ich kann vielleicht hin und wieder mal in meinen Briefkasten reinschauen. Wenn ich im Urlaub bin, kann ich meinen Nachbarn Bescheid sagen, die vielleicht mal in meinen Briefkasten reinschauen. Im Digitalen ist das Ganze schwieriger, wenn mal mein Handy in den Fluss fällt oder ich bin irgendwie im Urlaub und gar nicht analog. Und es gibt keine Möglichkeit, eben andere Personen da reinschauen zu lassen, außer ihnen irgendwie mein Passwort und meinen Personalausweis dazulassen, um mich einzuloggen. Dann ist das Ganze schwieriger. Also in der digitalen Welt sind diese Zustellfiktionen nochmal eine größere Herausforderung für die betroffenen Personen. Das ist ein ganz klassischer Fall, wo man eben sehr also sozusagen aus Sicht der Verwaltung sich das angeschaut hat und festgestellt hat, naja, so eine Zustellfiktion, nach 3 Tagen wurde das Ganze zugestellt, ist natürlich sehr praktisch. Das Ganze auch bei der Einmalzahlung, auch hier nochmal sozusagen, wenn dieser Prozess, wie er abläuft, ich gehe auf die Webseite einmalzahlung200.de, dann werde ich weitergeleitet zur Bund-ID, dort gebe ich dann logge ich mich dann entweder mit der EID ein, also mit einem Personalausweis, oder ich gebe eine PIN ein, die ich von meiner Universität bekommen habe und werde dann wieder zurückgeleitet auf die einmalzahlung200.de Webseite. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau brauchst du in der Mitte die Bund-ID, die macht ganz Sachen komplizierter. Der Prozess wird eben schwerer benutzbar. Viel einfacher wäre es doch gewesen, wenn man direkt in die einmalzahlung200-Seite entweder so eine Personalausweis Authentifizierung direkt ein Login mit Personalausweis eingebaut hätte oder eben einfach die PIN direkt auf der Einmalzahlung200-Seite eingegeben hätte. Es gibt technisch wenig gute Gründe irgendwie, warum man hier so eine Bund-ID dazwischen schalten musste und eben ein komplizierterer Prozess für die betroffenen Personen. Ja, bei den Banken ist es tatsächlich so, die Banken fangen gerade an, das SDK des Personalausweises, das Ausweis-App 2 SDK,
in ihre eigenen Webseiten einzubauen, um eben eine Kontoeröffnung mit dem Personalausweis zu ermöglichen. Das heißt, wir sind jetzt inzwischen so ein bisschen an dem Zustand, dass die Banken tatsächlich eine bessere Usability haben als der Staat an dieser Stelle. Und das ist natürlich eigentlich schade, weil das ist eine Lösung, die kommt vom Staat. Eigentlich müsste der Staat sich sehr gut mit dieser Lösung auskennen und ja, mit so einer Vorbildfunktion vorangehen und eben aufzeigen, wie kann denn eben der Personalausweis genutzt werden zur Authentifizierung? Wie kann ich denn eben als Staat eben bestmöglich Verwaltungsleistungen digitalisieren, um es eben sozusagen als Vorreiterrolle anderen zu zeigen, wie es eben gehen kann. Ja, noch ein drittes Beispiel hier, ein kleines Architekturziehbild aus der Registermodernisierung. Die Registermodernisierung ist so eines der größten Verwaltungsprojekte, die gerade in der Verwaltung laufen. Da geht es darum, die einzelnen Register, also die Datenbanken, in denen verschiedene Informationen gespeichert sind, Melderegister zum Beispiel, Waffenregister etc., wo eben Informationen über uns alle zur Verfügung stehen, die eben dahingehend zu modernisieren, dass es eben möglich ist, aus diesen Registern auch Daten abzurufen und in anderen Verwaltungskontexten nutzbar zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Antrag auf Wohngeld stelle, soll es eben zukünftig möglich sein, dass eben im Zuge dessen automatisch auch mein BAföG-Bescheid, ein negativer BAföG-Bescheid, den ich dafür brauche, ermittelt wird. Wenn man sich diese Grafik so anschaut und mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann stellt man sich irgendwann die Frage, ja, wo sind denn eigentlich die Nutzenden irgendwie, die diese Systeme nutzen sollen? Die tauchen hier in der Grafik gar nicht auf. Wir haben irgendwie hier ganz links die Data Consumer, also die Institutionen, die die Daten letztendlich konsumieren, nutzen. Das sind Behörden. Auf der rechten Seite die Data Provider, die Organisationen, Behörden, die Daten bereitstellen. Die Personen, die eigentlich betroffen sind, tauchen überhaupt nicht auf in dieser technischen Betrachtung. Und das ist natürlich so ein klassisches Beispiel dafür, dass man eben sehr stark aus der IT, Verwaltungs-IT sich denkt, aber die betroffene Person gar nicht in den Blick genommen hat. Ja, Bianca Kastel hat das ganz schön auf dem Vortrag in Berlin bei der digitalen Zivilgesellschaft vorgestellt oder irgendwie beschrieben als Behörden verwalten Menschen. Und so ein bisschen fühlt sich das Ganze auch an. Die Menschen agieren nicht mit der Verwaltung, sondern Menschen werden verwaltet, wenn man sich diese Zielbilder so anschaut. Das heißt, das ist so ein schönes Beispiel, wo eben eine sehr behördenzentrierte Sicht eingenommen wird. Ja, wie kann so ein Gegenpol aussehen? Was sind so wichtige Aspekte, die wir beachten wollen, wenn wir so einen nutzerinnenzentrierten Staat haben wollen? Dann stellen wir zuerst einmal fest, der Staat hat ein gewisses Monopol auf Verwaltungsleistungen. Es gibt niemand anderen, der diese Leistungen bereitstellen kann. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, wie eben Staaten einfach funktionieren. Deswegen ist es nochmal besonders wichtig, als primäre Zielgruppe immer die Allgemeinheit zu betrachten und dann erst als zweites, als sekundäre Zielgruppe sich die Verwaltung anzuschauen. Natürlich müssen diese Lösungen, die entwickelt werden, auch für die Verwaltung selbst funktionieren, aber sie werden eben nicht primär für die Verwaltung gebaut, sondern eben für die Personen, die davon letztendlich profitieren. Und das kommt oftmals zu kurz. Ja, zweiter Aspekt, Zugänglichkeit. Der Staat muss unbedingt alle Zielgruppen im Blick behalten. Weil der Staat eben genau dieses Monopol hat, ist es eben nicht möglich, wenn ich sage, naja, ich bin jetzt mit dieser Verwaltungsleistung unzufrieden, dann gehe ich halt irgendwie zur Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz zum Staat, also ich kann natürlich auswandern. Aber im Vergleich zur Privatwirtschaft, wenn ich eben mit den Leistungen eines Unternehmens nicht zufrieden bin, gehe ich halt zum Konkurrenzunternehmen und kriege da vielleicht eine bessere Leistung. Das Ganze funktioniert in der Verwaltungsdigitalisierung nicht, weil es eben keine Konkurrenz gibt. Ja, Lösungen müssen also für alle funktionieren. Auch das Thema Accessibility spielt natürlich eine große Rolle an der Stelle. Es muss für Leute funktionieren, die ein Smartphone besitzen und irgendwie digital affin unterwegs sind. Es muss aber genauso für Leute funktionieren, die eben das nicht möchten, vielleicht kein Google-Konto haben, keinen Apple-Account haben und trotzdem diese Verwaltungsservices in Anspruch nehmen wollen. Das liegt so ein bisschen einfach, ne, wie unser Staat aufgebaut ist. Ich fände es sehr schade, wenn sozusagen der Staat voraussetzt, man muss eben bei einem dieser Großkonzerne einen Account haben, um Verwaltungsleistungen abrufen zu können. Und deswegen ist dieses ganze Thema Accessibility ein wichtiger Punkt, den wir uns näher anschauen sollten. Ja, auch wichtig, Verwaltungsservices, es lohnt sich total, die gesamtheitlich zu denken, nicht innerhalb von einem Fachbereich. Also wenn ich mir zum Beispiel Sozialleistungen anschaue, dann will ich vielleicht irgendwie das Ganze verknüpfen mit anderen Leistungen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel auch der Umzug. Wenn ich gerade in eine Stadt umziehe, dann will ich in der Regel eine ganze Reihe von Dingen erledigen. Ich möchte einerseits mich vielleicht ummelden, ich möchte Müllabfuhr, also Mülltonnen beantragen,
ich möchte vielleicht in der Bibliothek einen Bibliotheksausweis beantragen. Wenn ich da jetzt irgendwie für jeden dieser Prozesse einen einzelnen Antrag ausfüllen muss und mich irgendwie einzeln darum kümmern muss, ist es natürlich ein Riesenaufwand. Das könnte man auch mal zusammendenken und in so einer gesamtheitlichen Sicht irgendwie einfach nutzbar machen für die betroffenen Personen. Ja, Security Privacy by Design ist schon öfters gefallen, taucht auch in der DSGVO auf, dort unter dem Begriff Datenschutz durch Technikgestaltung. Also Artikel 25 DSGVO schreibt uns eigentlich vor, dass wir eben Technik datenschutzkonform designen müssen, findet aber, wie gesagt, immer noch viel zu wenig Beachtung in der Verwaltung. Und zu guter Letzt so ein Single Point of Failure verhindern, auch ganz wichtig, weil es eben dieses staatliche Monopol gibt für diese Leistungen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Es gibt nur diese eine Lösung, in der eben dann auch alle Einwohner eines Staates letztendlich verzeichnet sind. Da sind so Themen wie Zero Trust, aber auch Dezentralisierung, wie wir es ja auch in der HackerInnen-Ethik stehen haben, ganz wichtig. Das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir müssen es eben schaffen, zu verhindern, dass wir irgendwann an einer zentralen Stelle eben durch einen Angriff, durch einen Data Breach letztendlich ganz viele Daten verlieren. Da ist nochmal das Thema Security ein ganz wichtiges Thema, was wir uns immer mit anschauen müssen. Ja, weiterer Punkt, der Beratungskreislauf. Ich hatte ja schon erwähnt, gerade so auf der Bundes- und Länderebene ein relevantes Thema. Behörden haben oftmals Beratungsbedarf, wenn es eben darum geht, digitale Services umzusetzen. Was tun Behörden dann typischerweise? Sie kaufen sich Beratungen ein dann ersten Schritt, was das immer wieder passiert, Behörden erklären erstmal BeraterInnen die Welt. Habe ich selbst miterlebt, also ich wurde auch von BeraterInnen gefragt, was ist denn eigentlich so diese PKI, von der ihr da alle redet und wie benutze ich denn eigentlich Git und solche Geschichten und wie funktioniert eigentlich die ganze Verwaltung an sich, was gibt es da für IT-Systeme? Das ist was, sozusagen, wo immer ein Wissenstransfer auch stattfindet von der Verwaltung in die Beratungsorganisation hinein. Ein paar Stellen sicherlich auch andersrum, aber das ist schon ein gewaltiges Pattern. Dann arbeiten BeraterInnen, wenn das mit Beauftragung geklappt hat, für die Behörden. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, sozusagen der Begriff BeraterInnen suggeriert immer wieder, dass wirklich tatsächlich viel beraten wird auch. Aber in der Praxis, was wir tatsächlich immer wieder sehen, BeraterInnen arbeiten eigentlich wirklich für die Verwaltung, weniger in so einer beratenden Funktion, sondern erfüllen tatsächlich auch einfach ganz normale Aufgaben, die es eben für so ein IT-Projekt braucht oder für Infrastrukturbetrieb braucht, die letztendlich eigentlich von ihrer Tätigkeit her wenig unterscheidbar sind von den eigentlichen Leuten, die in der Verwaltung dann am Ende des Tages beschäftigt sind. Ja, eine große Herausforderung ist natürlich dabei, Beratungsunternehmen haben ein Interesse daran, die Behörden auch weiterhin zu beraten. Das heißt, wenn jetzt die Beratungsunternehmen hingehen würden und den Behörden die Welt erklären würden, wie alles funktioniert und wie sie eigentlich später dann gar keine Beratung mehr brauchen, wäre das natürlich für sie selbst geschäftsschädigend. Deswegen passiert es selten, dass wirklich Wissenstransfer von Beratungsunternehmen zurück in die Verwaltung stattfindet. Da müsste die Verwaltung schon sehr hinten dran sein, um das sozusagen, damit das passiert. In vielen Fällen bleibt das Ganze oftmals aus. Und dann sind wir in der Situation, wir fangen wieder am Anfang an, Behörden haben weiterhin Beratungsbedarf und werden eben das nächste Beratungsunternehmen beauftragen für das Folgeprojekt oder einfach Fortführung von Projekten. Ja, und das Ganze führt uns so ein bisschen zu so einem Beratungsdilemma. Die Behörden haben in der Regel das Ziel, schnelle Erfolge vorweisen zu können, Projekte umzusetzen. Und das ist auch das Ziel von Beratungsunternehmen, den Projektauftrag zu erfüllen. Beratungsunternehmen sind selten in der Situation, dass sie wirklich strategisch sich Gedanken machen können und sollen, wie dann eben Verwaltungs-IT aussehen kann. Sondern in der Regel eben geht es darum, irgendwie, sagen wir, einen konkreten Projektauftrag, irgendwie System XY Design oder irgendwie Verwaltungsleistung XY Design und kommen dann mit einer ganz konkreten Lösung um die Ecke, die genau dieses eine spezifische Problem löst. Das Dilemma dabei ist in Behörden, es gibt zu wenig ausreichende IT-Kompetenz, um letztendlich einschätzen zu können, ob die Beratungsunternehmen, die gerade für die Verwaltung aktiv sind, ob die den Quatsch erzählen, ob das sinnvoll ist. Es ist halt super schwer, sozusagen solche Aussagen zu validieren, wenn man sich schon Beratung eingekauft hat. In der Regel kauft man sich dann nicht noch ein zweites Beratungsunternehmen ein, um die Aussagen vom ersten Beratungsunternehmen zu validieren. Und selbst wenn man es tun würde, würde man dann im Zweifel auch in Situationen kommen, wo man dann auch irgendwie Aussage A gegen Aussage B spricht und man sich dann auch nicht so ganz sicher ist, was letztendlich dann am Ende des Tages die richtige Herangehensweise ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Beratungsunternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, weiter zu beraten.
Das heißt, die sind natürlich an vielen Stellen auch unkritisch, was bisherige Verwaltungsabläufe angeht. Als Auftragnehmer ist es immer so ein bisschen schwierig, dem Auftraggeber zu erklären, dass er alles falsch macht. Kommt meistens nicht so gut an. Und die Unternehmen haben natürlich auch ein Interesse, ihre eigenen Lösungen letztendlich am Ende des Tages irgendwie zu pushen, ihre eigenen Vorgehensweisen zu pushen, sodass dann auch es oft also schnell passieren kann, dass eben Verwaltungen durch so eine Beratungsleistung in solche Login-Effekte reingezogen werden. Ja, in der Folge führt es dazu, Behörden können keine strategischen IT-Entscheidungen treffen, weil sie nicht dazu in der Lage sind, und Beratungsunternehmen sollen keine strategischen IT-Entscheidungen treffen und sind auch in der Regel gar nicht wirklich dazu in der Lage, sich das mal gesamtheitlich anzuschauen. Kommt noch so ein bisschen dazu, wenn wir uns so die Beratungswelt anschauen, BeraterInnen arbeiten ja auch nicht nur für die Verwaltung, das ist ja nur der Public-Sektor, ist nur ein kleiner Bereich von dem, was Beratungsunternehmen typischerweise so tun. Die Wirtschaft zahlt ähnlich hohe Tagessätze. In der Wirtschaft ist es allerdings öfters so, dass die Wirtschaft mehr in der Lage ist, auch die Qualität von dem zu prüfen, was eben die Beratungsunternehmen so erzählen. Auch nicht überall natürlich, aber so im Schnitt. Was dazu führt, dass natürlich die Beratungsunternehmen eher gewollt sind, ihre guten BeraterInnen, in Anführungsstrichen, die wirklich wertvolle Beiträge leisten, dann eher an die Wirtschaft zu verkaufen, um ja, dort halt eben quasi maximal gewinnoptimierend irgendwie ihre Leute einzusetzen. Ja, wenn wir uns das so anschauen, dieses ganze Projektgeschäft, dann stellen wir fest, Digitalisierung eines ganzen Staates ist eigentlich mehr als die Summe von einzelnen IT-Projekten, die irgendwie so mehr oder weniger wahllos zusammengewürfelt wurden. Es braucht an der ganzen Stelle natürlich irgendwie so eine Strategie. Die IT eines Staates ist wahnsinnig komplex. Es gibt keine Lösung von der Stange, die wir uns einfach einkaufen können. Also wenn ich irgendwie in einem Unternehmen bin, und irgendwie eine Lösung haben will für mein Kundinnenmanagement oder irgendwie Logistiksoftware haben will, dann gibt es in der Regel irgendwie Lösungen von der Stange, die ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen customizen muss. Aber die gibt es einfach auf dem Markt, die werden von ganz vielen Unternehmen angefragt, die kann ich einsetzen. In der Verwaltung ist es so, es gibt viel mehr Prozesse als in der Wirtschaft selbst. Ein Unternehmen hat in der Regel eine überschaubare Zahl an Geschäftsfeldern und letztendlich auch Prozessen oder irgendwie Mehrwerten, die sie bieten. In der Verwaltung ist es eben so, dass wir einfach eine riesige Zahl an Verwaltungsleistungen anbieten. Also muss man sich nur mal so eine kleine Kommune anschauen, was die alles an verschiedenen Aufgaben erfüllen, ist einfach echt enorm groß und nicht so richtig vergleichbar mit klassischen wirtschaftlichen Unternehmen, die in der Regel ein viel kleineres Angebot haben als so eine Kommune zum Beispiel. Das heißt, mit so einem typischen Großkonzern ist die Verwaltung trotz ihrer Größe eigentlich nicht so wirklich vergleichbar, weil es irgendwie schon einfach eine andere Art von Aufgaben ist, die Verwaltung erfüllt. Und gleichzeitig auch ein bisschen natürlich eine andere Struktur, da gibt es natürlich an vielen Stellen Überschneidungen. Ich würde eher sagen, Verwaltung ist eigentlich eher vergleichbar mit Big Tech, also wenn wir uns die großen IT-Konzerne der Welt anschauen, die machen ähnliche Dinge, die Verwaltung tut. Sie bauen Software-Systeme at scale, die letztendlich konkrete Probleme lösen. Und bei den Big-Tech-Unternehmen sehen wir eben sehr stark, dass die eben sehr daran interessiert sind, ihre Kompetenzen, ihre IT-Kompetenzen stark zu internalisieren. Also wenn ich mir jetzt irgendwie anschauen würde, so ein Google, Microsoft, Facebook, die würden nie auf die Idee kommen, dass sie irgendwie eine externe Firma beauftragen, um irgendwie ihren Suchindex zu verbessern etc. Da ist eben sozusagen verstanden worden, dass es eben total wichtig ist, auch intern strategisch das strategische Wissen zu haben, wie ich mein Unternehmen irgendwie am Markt halten kann, wie ich irgendwie die Leistungen, die ich anbiete, optimieren kann für die Leute, die es eben nutzen und damit eben einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Ja, also was ist die Lösung? Eigene IT-Kompetenz in der Verwaltung aufbauen kann eine Lösung sein. Da gibt es ein bisschen was zu beachten. Ich habe es mal hier auf die nächste Folie gepackt. Ganz guter Leitsatz ist, wenn du Dinge selbst tun könntest, dann kannst du sie auch outsourcen an Externe. Wenn ich in der Lage bin, bestimmte Dinge zu lösen, einfach nur nicht die Ressourcen habe, Dinge zu tun, dann kann ich mir vielleicht externe Leute dazu kaufen, die mich dabei unterstützen können. Services, Infrastruktur aufzubauen. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, meine sozusagen eigenen IT-Systeme zu managen, zu verwalten, dann sollte ich die nötigen Kompetenzen besser internalisieren, statt sie extern einzukaufen, weil dann werde ich nie in der Lage sein, ansonsten strategisch meine eigene IT aufzustellen. Das gilt sicherlich für die Wirtschaft genauso für die Verwaltung. Ist aber ein ganz entscheidender Punkt beim ganzen Thema Outsourcing, Externalisierung, Beratung. Ja, kommen wir nochmal zurück zu unserem Projekt von Anfang an. Wir probieren nochmal einen neuen Ansatz.
starten wieder damit, Politik oder Verwaltung stellen ein Projekt vor. Wenn die Verwaltung jetzt sozusagen transparent an das Ganze rangeht und ja, andere Leute reinblicken lässt, was sie da gerade vorhaben, was sie tun können, dann beginnen wir so ein Projekt einfach mit einer Vorstellung des Projektes. Was sozusagen, was soll getan werden? Auch einer öffentlichen Dokumentation des konkreten Vorhabens. Und dann passiert Folgendes: Zivilgesellschaft schaut sich das Projekt an und vielleicht knallt es wieder, weil wir wieder feststellen, naja, so ganz unseren Zielen entspricht das Ganze nicht und viele Stellschrauben sind irgendwie noch nicht richtig gestellt, es geht in die falsche Richtung. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist jetzt, an der Stelle können wir iterieren und eben das Projektziel nochmal anfassen, in den Diskurs kommen und uns darüber unterhalten, was brauchen wir eigentlich wirklich von so einem, wenn wir so ein Projekt umsetzen. Das heißt, wir haben einen gesellschaftlichen Diskurs über das konkrete Vorhaben. Das ist halt ein wesentlicher Vorteil, der passieren kann, wenn nicht nur eine Handvoll von Leuten über so ein Vorhaben sprechen, sondern wir eben in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutieren. Das muss nicht nur die Zivilgesellschaft sein, das kann natürlich auch andere Behörden sein, die vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gelöst haben, das kann auch die Wissenschaft sein, das können ganz viele Akteure sein, die sich eben für das Thema interessieren und da vielleicht wertvolles Feedback haben. Ja, dann wäre der Wunsch, die Verwaltung setzt ihre Vorhaben in einem offenen Entwicklungsprozess um. Das heißt, die Verwaltung startet öffentlich zu entwickeln. Wir können alle dabei zuschauen, können das Ganze begleiten, können da, wenn nötig, irgendwie Feedback geben, können uns daran beteiligen, gegebenenfalls das Ganze wieder in einem iterativen Prozess. Wir fangen klein an mit einem kleinen MVP und bauen das Ganze sukzessive aus. Und dann können wir das Ganze auch öffentlich begleiten und letztendlich so die Hoffnung zu einem schnelleren Erfolg führen und zu weniger gescheiterten Großprojekten in der Verwaltung führen. Ja, dann will ich noch einen Blick ein bisschen drauf werfen, was muss sich denn eigentlich jetzt ändern in der Verwaltung und was ändert sich gerade? Also so ein bisschen die Blick auf die Zukunft an der Stelle werfen. Ja, so als erste These, Verwaltungs-IT muss zugänglicher für Dritte werden. Wir sehen viele Verwaltungen, die so ein bisschen in ihrem eigenen Saft schmoren, mit den Methoden, die sie seit Jahrzehnten angewandt haben, mit den gleichen Leuten, die eben schon lange in der Verwaltung unterwegs sind, versuchen IT-Probleme zu lösen. Und diese Selbstbeschäftigung der Verwaltung mit sich selbst verhindert oftmals einfach Impulse von außen. Das heißt, Verwaltungsexterne haben kein Wissen darüber, wie Verwaltung funktioniert, können nicht wirklich mitreden, können auch nicht gestalten, können dabei nicht helfen. Und die Verwaltung selbst tut sich sehr schwer damit, neues Wissen in die Verwaltung reinzubringen, auch was neue Technologien angeht, neue Praktiken. Das fängt bei ganz banalen Dingen an, irgendwie, was sind irgendwie so Coding-Standards, wenn ich irgendwie Softwareprojekte umsetze. Wenn ich sozusagen keine Konkurrenz habe, weil ich der Staat bin auch nie wirklich neue Impulse von außen bekomme, dann habe ich am Ende irgendwie viel Software mit einer überschaubaren Softwarequalität und niemand guckt drauf und niemand gibt die Impulse hier, das und das muss anders sein. Das ist natürlich für so kritische Infrastruktur, wie der Staat sie betreibt, sehr verheerend. Ja, was ändert sich gerade? Es gibt inzwischen seit 1 bis 2 Jahren, je nachdem wie man rechnet, eine Plattform nennt sich Open Code, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das offene Code Repository der Verwaltung. Das ist sozusagen, gab es einen großen Diskurs darüber auch, soll die Verwaltung irgendwie ein eigenes Code Repository aufbauen oder soll sie vielleicht einfach auf Standard Code Repositories gehen, wo wir alle sind, irgendwie GitHub, GitLab.com etc. Am Ende des Tages würde ich aber sagen, dieses Portal opencode.de hat sehr stark dazu beigetragen, die Verwaltung wirklich zu ermutigen, Dinge zu veröffentlichen. Insofern ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Die Verwaltung kann letztendlich darauf schauen und kann sagen, naja, wenn andere das tun, wenn andere dort Code veröffentlichen, wenn selbst das BMI dort Code veröffentlicht, dann darf ich das wohl auch. Das Ganze ist auch DSGVO-konform im Vergleich zu anderen großen Plattformen. Das ist natürlich gerade für Verwaltung nochmal, die eben sehr aus einer rechtlichen Perspektive denkt, nochmal ja, ein wichtiger, spannender Aspekt. Und es gibt einfach eine gewisse Rechtssicherheit. Da haben eben zwei Bundesländer und das BMI gemeinsam so eine Plattform gebaut, dann wird es schon nicht so schlimm sein, wie eben das obskure Plattformen wie GitHub, von denen man vielleicht irgendwann mal auf irgendeiner Hacker-Seite gelesen hat, aber noch nie was sonst davon gehört hat. Ja, was es auch gibt, docsfitco.de ist letztendlich eine Webseite, die einfach so ein bisschen das Ziel hat, Dokumentation über Verwaltungs-IT zusammenzutragen. Dort sind Schnittstellen beschrieben, dort ist beschrieben, wie
ja, Dokumentation, also wie IT-Systeme in der Verwaltung genutzt werden können und wie ich das sozusagen auch wirklich aus der Entwicklerinnensicht nutze und anschauen kann. Das Ziel ist hier wirklich für alle Services, die die Verwaltung betreibt, also vor allem für diese Basisdienste, Authentifizierung, Kommunikation, Payment etc., letztendlich ja, Dokumentation bereitzustellen, wie diese Systeme funktionieren, wie sie aufgebaut sind, wie ich sie nutzen kann, wie ich sie in meiner eigenen, also für, vor allem für IT-Dienstleister relevant, wie ich sie in meine eigenen Services einbauen will, vielleicht auch für Vereine relevant, wie vielleicht irgendwie mal in Zukunft eine Satzungsänderung meines, meines lokalen Hackspaces irgendwie per API ans Verwaltungsgericht schicken und nicht mehr irgendwie da vor Ort erscheinen müssen. Und dazu muss ich natürlich auch wissen, wie kann ich die ganzen Schnittstellen der Verwaltung anbinden und nutzen. Ja, mal so ein Beispiel, der Kompass der föderalen IT-Architektur. Das ist ein Projekt der Uni Jena, die auch eben hier auf diesem Portal letztendlich mal versucht haben zu dokumentieren, was gibt es denn so in der öffentlichen Verwaltung alles an IT-Systemen, an Standards, an Verfahren. Gibt es noch nicht, also gibt es wirklich nicht lange, wurde vor 2 Wochen auf dem auf einem Kongress der Uni Jena vorgestellt. Und hier ist eben das Ziel, wirklich mal ganzheitlich zu beschreiben für Leute, die sich noch nicht mit der Verwaltung auseinandergesetzt haben, wie diese ganzen Systeme funktionieren. Also ein schöner, guter erster Einstieg in das Thema Verwaltungs-IT, wenn man sich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das brauchen wir gerade, um eben neue Akteure auch für das Thema gewinnen zu können. Ja, und letztendlich auch mit mehreren Sichtweisen, auch ein bisschen frischem Wind, ja, die IT der Verwaltung irgendwie weiterzuentwickeln. Schönes Projekt ist auch Kolibri vom vom IT-Zentrum, IT-Zentrum, Informationstechnikzentrum des Bundes, also ein IT-Dienstleister des Bundes, die eine Library geschrieben haben, um barrierearme Webseiten zu formulieren, also eine Component Library am Ende des Tages. Und die sind tatsächlich jetzt den Schritt gegangen, haben das Ganze Open Source und eben für viele Frameworks, die es so gibt, irgendwie React, Angular, etc. einfach bereitgestellt, um es eben nutzbar zu machen und eigentlich ein schönes Open-Source-Projekt, was wirklich aus der Verwaltung kommt und auch aus der Verwaltung heraus open-sourced wurde. Ja, was gibt es noch? Es gibt eine öffentliche Konsultation des BMI gerade, die jetzt auf der Republika angekündigt wurde. Da tun sich auch gerade ein paar Dinge, auch das BMI hat verstanden, dass die Beteiligung von verschiedenen Stakeholdern wichtig ist, um am Ende zu guten IT-Lösungen zu kommen. Das ist diese Wallet, die von der EU gerade gepusht wird, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Und das BMI startet jetzt gerade eine Konsultation, um Feedback dazu zu bekommen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, natürlich auch aus der Wirtschaft, und sich anzuschauen, wie können wir denn eben so ein System bauen, was eben die Anforderungen erfüllt, die eben die verschiedenen Stakeholder auch im Blick haben und sozusagen weniger aus diesem kleinen Kreis an wenigen Leuten, die das Ganze umsetzen, rauszukommen und eben ein breiteres Spektrum, breitere Sichtweise auf dieses Thema irgendwie zu gewinnen. Ich habe mal hier rausgesucht aus dem Dokument, was hier verlinkt ist. Das Thema Privacy und Security by Design spielt eine Rolle. Das Ganze soll Open Source werden. Was ich auch ganz spannend und schön fand, das Thema Distributed Ledger Technology, also Blockchain, wurde explizit ausgeschlossen aus dem Fokus. Das heißt, das wurde verstanden. Ich glaube, da haben sich viele Bemühungen auch aus diesem Kreise hier in den letzten Jahren ausgezahlt, sozusagen, um verständlich zu machen, Blockchain ist nicht die Lösung für alles. Ja, zum Schluss ein kurzer Einblick noch, wie können wir uns denn jetzt einmischen? Was können wir tun, wenn uns das Thema interessiert und wir so ein bisschen einen Zugang suchen? Wie können wir uns als Zivilgesellschaft ja dafür engagieren, dass eben die Verwaltung zu besseren Lösungen kommt? Ich habe das Ganze mal in 3 Kategorien aufgeteilt. Kategorie A, Wissen sammeln und vermitteln. Also erstmal einen Wissensstand erarbeiten. Auch in der Zivilgesellschaft ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wir kennen uns, wenn wir ehrlich zueinander, also mit uns sind, gar nicht so sehr damit aus, was eigentlich in der Verwaltung alles an IT-Projekten läuft. Man kriegt immer die großen IT-Fails mit, aber so die wirkliche Basisinfrastruktur, die es in der Verwaltung jetzt schon gibt, ist eben oftmals gar nicht unbedingt bekannt. Wir können natürlich Missstände aufdecken, all das, was in der Verwaltung nicht funktioniert. Da lohnt es sich mal ein bisschen drauf zu zeigen und eben konstruktiv an Lösungen zu arbeiten, wie wir eben da rauskommen.
Und dritte Kategorie, strategisch Weichen stellen, also wie sozusagen mehr so den strategischen Blick einnehmen und zu schauen, an welche Stellen müssen wir denn in der Verwaltung ja, außerhalb von einzelnen Vorhaben Dinge ändern, damit wir eben letztendlich zu einer besseren, ja, zu einer besseren Verwaltung kommen. Ich habe mal so ein paar Beispieldisziplinen mitgemacht. Disziplin 1, etwas über die Verwaltung lernen, Podcasts, Vorträge, Literatur, technische Dokumentation uns anschauen, Communities besuchen, die sich eben mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung beschäftigen. Gibt es ja auch einige in unseren Kreisen. Ich habe mal hier auf opengovtech.de letztendlich ein paar Communities bereitgestellt, auch Podcast-Empfehlungen, Literatur, die es zu dem Thema gibt, einfach als Sammelsurium, ein ganz guter Einstieg. Mit ja, Liste mit wertvollen Informationen. Wenn irgendwer noch was kennt, sozusagen was in der Liste fehlt, freue ich mich gerne über Hinweise. Ja, ansonsten kann das ein ganz guter Einstieg sein, einfach eine GitHub-Seite mit ein paar Informationen dazu. Ja, Disziplin 2, Licht ins Dunkel bringen, frag den Staat, ist natürlich auch eine schöne Methode, um ein bisschen rauszufinden, was in der Verwaltung gerade so passiert. Hier mal exemplarisch eine informationsfreie Anfrage zu den Protokollen der Abteilungsleiterrunde des IT-Planungsrates, ein Gremium, was bisher relativ intransparent agiert hat, sozusagen. Also die Beschlüsse, die dieses Gremium getroffen hat, waren eben nie öffentlich. Inzwischen werden sie ja, dank solcher IFG-Anfragen proaktiv veröffentlicht. Das heißt, auch hier hat man verstanden, diese Informationen sind wertvoll, auch für die Öffentlichkeit, um nachvollziehen zu können, was tut die Verwaltung. Das stärkt am Ende des Tages natürlich auch das Vertrauen in das Verwaltungshandeln, wenn die Verwaltung proaktiv kommuniziert, was sie tut. Und dann eben auch in den Diskurs geht und an ein paar Stellen natürlich auch irgendwie das Feedback, was eben zurückkommt, auch annimmt. Ja, Disziplin 3, Infrastruktur anhusten, das ist was der Forschung seit inzwischen auch mehreren Jahren sehr aktiv tut, wenn eben Dinge nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten, relativ leicht. Wenn es eben Datenabflüsse in Projekten gibt, darauf aufmerksam machen, zu erklären, wie es dazu kommen konnte, wie man die vermeiden kann, ist natürlich auch immer was vor allem für die, die eher so im Pentesting-Bereich irgendwie Bock auf sowas haben, was sich auf jeden Fall lohnt. Es gibt immer noch, würde ich behaupten, immer noch einige Verwaltungssysteme, mit denen man mit Sicherheit irgendwie noch einige gruselige Erfahrungen machen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, eben da so ein bisschen einen Blick drauf zu haben, wie sieht es dann mit den aktuellen IT-Systemen aus, die in der Verwaltung schon betrieben werden, welche davon sind okay und welche davon sollten wir vielleicht lieber abschalten oder neu bauen. Ja, Disziplin 4, einfach selber machen, also ein bisschen was ausprobieren, experimentieren, einfach bessere Verwaltungsservices selbst entwickeln, um zu zeigen, wie es gehen kann. So könnte irgendwie ein Antrag auf XYZ aussehen, wenn man ihn von vorne bis hinten einmal neu denkt, ein bisschen Alternativen aufzeigen, vielleicht auch einfach mal einen Standard, den die Verwaltung nutzt, irgendwie implementieren und dann Erfahrungen damit machen und feststellen, naja, der Standard ist eigentlich ganz cool oder auch der Standard ist irgendwie grottenschlecht und ich kann ihn nicht benutzen. Und dieses Feedback eben zurückgeben, also sozusagen, wer irgendwie mehr an Hands-on interessiert ist, ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, das zu tun. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel bund.dev, wo sich einfach ein paar Leute zusammengetan haben und angefangen haben, APIs der Verwaltung zu dokumentieren. Also ein bisschen auch gegen den Willen einiger Behörden aufschreiben, wie funktionieren denn die APIs, die Behörden so ins Internet hängen. Und damit einfach ein bisschen transparent machen, wie Verwaltungs-IT funktioniert. Es ist tatsächlich auch ein Projekt, sieht relativ offiziell aus, ist aber einfach ein Projekt aus der Zivilgesellschaft, wo sich Leute einfach mal angeschaut haben, was hat denn die Verwaltung, was hat die Verwaltung denn für Schnittstellen? Eigentlich eine Aufgabe, die Aufgabe der Verwaltung selbst wäre, aber wenn die Verwaltung es nicht tut, hilft manchmal so ein Fingerzeig, so könnte das Ganze aussehen, so könnten dokumentierte Schnittstellen aussehen, dazu, dass eben in der Verwaltung auch das Verständnis gestärkt wird, wie das Ganze am Ende funktionieren kann, warum das Ganze wichtig ist. Ja, Beispiel hier, die API der Nina-Warn-App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Da gab es bisher auch keine Schnittstellen-Spezifikation und eben dank bund.dev können wir jetzt alle die Warnungen der Nina-Warn-App über diese REST-API letztendlich abrufen und uns selbst irgendwie Tools bauen, um auf die Warnungen von warnungbund.de zugreifen zu können. Ja, anderes Beispiel, mal so ein ganz praktisches Beispiel, wo wir uns Lösungen der Verwaltung anschauen können, lustige Dinge damit tun können. Verwaltungszuständigkeiten, ganz wichtiges Thema in der Verwaltung, wer ist überhaupt zuständig für was? Wenn ich nicht zuständig bin, dann mache ich erstmal nichts.
So funktioniert Verwaltung nun mal, aber es ist tatsächlich spannenderweise gibt es eine maschinenlesbare Schnittstelle, bei der ich maschinenlesbar herausfinden kann, welche Verwaltung ist denn für was zuständig. Welches IT-System der Verwaltung nimmt irgendwie Anträge für X, Y, Z entgegen. Das geht in einigen Bundesländern so weit, dass ich wirklich rausfinden kann, welche konkrete Person in der Kommunalverwaltung irgendwie zuständig ist für die Anträge auf Hundesteuer, für die Vornamen A bis H. Und dann kann ich direkt anrufen. In anderen Bundesländern ist es weniger feingranular, aber auf jeden Fall ein super spannender Datensatz, also auch den wir uns mal so ein bisschen aus der Open-Data-Sicht irgendwie anschauen können. Was können wir denn Lustiges mit diesen Daten machen, die Verwaltung jetzt schon hat und von der viele Teile der Verwaltung selbst gar nicht unbedingt wissen, dass diese Daten da sind und welchen Wert diese Daten eigentlich darstellen. Ganz wichtiger Aspekt, auf den ich aber dabei eingehen möchte, wenn wir irgendwie selbst anfangen, uns mit Verwaltung zu beschäftigen, eine Unterscheidung, die von Citerrel beschrieben wurde. Citerrel hat mal eine Zeit lang im 18F gearbeitet, das ist quasi so die amerikanische Digitalisierungsagentur, die eben dort das Thema Verwaltungsdigitalisierung vorangetrieben hat. Und sie unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Herangehensweisen beim Thema Verwaltungsdigitalisierung. Das eine ist showing what's possible und die andere Herangehensweise ist doing what's necessary. Der Unterschied ist letztendlich, wir können aufzeigen, wir können Prototypen entwickeln, wir können neue Ideen entwickeln, wir können Potenzial aufzeigen, was eben möglich ist mit IT und damit eben auch ein bisschen einfach ja, eine Vision, eine Idee aufzeigen. Ist eine schöne Sache, macht meistens total Spaß, ist aber nicht unbedingt so wahnsinnig nachhaltig, weil es eben erstmal nur eine konkrete Lösung aufzeigt und das Ganze muss verstetigt werden. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, das haben wir gleich noch, die eben einmal gebaut wurden, um einen coolen Mehrwert zu schaffen, aber dann am Ende nicht verstetigt werden konnten. Deswegen doing what's necessary, ganz wichtig, die langweiligen Hausaufgaben zu machen. Wir müssen das Ganze verstetigen als Verwaltung, wir müssen Infrastruktur schaffen, damit das Ganze eben nicht alles Insellösungen, Einzellösungen, Leuchtturmprojekte werden, sondern eben die Verwaltung als Ganzes eben eine funktionierende Infrastruktur hat, die eben auch betrieben wird, maintained wird, für die Geld da ist, für den zukünftigen Betrieb, für die auch Leute da sind, die letztendlich sich darum kümmern können, dass das Ganze weiter betrieben wird. Das ist dann meistens was, wo die Zivilgesellschaft eigentlich nicht die richtige Instanz dafür ist, weil das bindet einfach dauerhafte Ressourcen, für die es am Ende irgendwie auch bezahlte Jobs braucht, um so eine Infrastruktur zu maintainen. Ja, ein Beispiel dafür, kleineanfragen.de, dort haben ein paar Leute im Kontext der Open Knowledge Foundation sich mal angeschaut, was gibt es denn so für kleine Anfragen aus dem Parlament an die einzelnen Landesparlamente und an die Bundesparlamente und haben letztendlich diese einfach mal durchsuchbar auffindbar gemacht, was am Ende für JournalistInnen eine super wertvolle Quelle war, um einfach Informationen rauszufinden über ganz viele politische Sachverhalte, die eben in Parlamenten besprochen und diskutiert wurden, zu denen eben die Regierung der Länder und des Bundes befragt wurden. Also so ein ganz klassischer Fall von Showing What's Possible hat wahnsinnig gut funktioniert. Es war ein super wertvolles Projekt, musste allerdings leider eingestellt werden, weil irgendwann aus zivilgesellschaftlicher Sicht es nicht mehr möglich war, die ganzen API-Changes, die eben in den Landesparlamenten passiert sind, dauerhaft irgendwie zu betreiben. Es hat sich irgendwie jeden Monat irgendwie, haben sich irgendwie einige APIs geändert, die Software musste ständig umgebaut werden, um diesen API-Changes ja, zu entsprechen. Das heißt, dieses Doing What's Necessary, eine Basisinfrastruktur bauen, letztendlich auch den Betrieb dieser Schnittstellen, irgendwie Schnittstellen auch über einen längeren Zeitraum stabil zu halten und eben ein System zu bauen, was letztendlich die Daten, die aus diesen Schnittstellen rauspurzelt, nutzt und auswertet, das hat eben nicht geschafft. Kleiner Aufruf, wenn ihr in Parlamenten arbeitet, das wäre eine schöne Hausaufgabe, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Parlamente stabile APIs hätten, um eben da auch gerade eben aus einer journalistischen Sicht einfach zugänglich zu machen, was eben in den Parlamenten tatsächlich passiert. Ich komme nochmal zurück zu meiner Folie von gerade eben. Ich hatte hier rechts gerade so ein gähnendes Emoji abgebildet. Ich glaube tatsächlich, in Wirklichkeit ist diese langweiligen Hausaufgaben sind gar nicht so langweilig. Es ist ein super spannender Job, wenn wir Verwaltungsinfrastruktur aufbauen, wenn wir uns anschauen, wie muss denn die Infrastruktur eines ganzen Staates funktionieren. Ich hatte eingangs schon gesagt, das sind super viele gesellschaftliche Fragestellungen, die super relevant sind. Und es macht einfach super Spaß, sich anzuschauen, zu überlegen, wie können eben so eine IT eines Staates aussehen. Eine super spannende Aufgabe. Und letztendlich auch sind ja viele Leute auch davon betroffen, also auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und es sind einfach UserInnen letztendlich hinten dran. Das sind also keine Systeme, die irgendwo entwickelt und betrieben werden, aber kaum genutzt werden, sondern da, wenn es wirklich skaliert, wenn das Ganze in die Breite geht, dann ist da wirklich Traffic drauf.
Ja, weitere Beteiligungsdisziplinen, hinschauen, kritischen Diskurs führen. Feminist Tech Policy kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Auch ein Projekt aus Berlin, wo sich Leute eben so ein bisschen aus der feministischen Sicht das ganze Thema Digitalpolitik anschauen. Genau, auch hier im Publikum Bianca Kastel mit dabei, die hier gerade auch mitgeschrieben hat an einem Paper zum Beispiel zum Thema Registermodernisierung neulich. Also das ist total wichtig, diesen kritischen Diskurs zu führen, zu schauen, wie muss denn Verwaltungs-IT aussehen und wie kann auch Verwaltungs-IT aussehen. Das ist diese politische, also diese politische Sicht, weniger die technische Sicht, sondern wirklich das politische, was wollen wir eigentlich, kommt in den meisten Diskussionen immer viel zu kurz. Deswegen super wertvoller Ansatz und dafür braucht es eigentlich gar nicht so viel tiefes IT-Know-how, sondern da müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was ist denn eigentlich, was wir überhaupt wollen. Ja, andere Disziplin kann natürlich sein, in der Verwaltung arbeiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Naja, ist erstmal die Frage, wo denn überhaupt? Es gibt wenige Stellen, wo das wirklich irgendwie sinnvoll möglich ist, auch wirklich was verändern zu können. Deswegen mein Tipp, redet mit Leuten aus der Verwaltung, wenn ihr das vorhabt. Macht euch oder sprecht mit Leuten, fragt Leute, was sie für einen Eindruck haben von ihrem eigenen Job, ob man da was bewegen kann oder auch nicht. Ich kann da keine allgemeingültige Aussage treffen. Wichtig ist halt mit Leuten, die in genau diese Behörde, wo ihr euch vielleicht überlegt, anzufangen, zu arbeiten und eure Erwartungen ein bisschen abzugleichen. Ist denn das möglich, was ihr euch vorstellt, dort tun zu können? Ja, letzte Disziplin, Politik. Natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Großer Punkt, mehr und besseres Personal in die öffentliche Verwaltung bringen, ist ganz wichtig. Ethische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen definieren, wie Verwaltungsdigitalisierung funktionieren kann. Viel auch einen Blick auf die EU werfen. Die EU macht gerade ganz viele schwergewichtige IT-Projekte in der Verwaltung oder definiert eben auch den gesetzlichen Rahmen dafür. Das ist was auch in der Debatte immer noch viel zu wenig beachtet wird, wo wir auch als Zivilgesellschaft noch zu wenig drin sind. An einigen Stellen lohnt sich also immer da drauf zu schauen. Das große Aber zum Schluss. Was muss ich beachten, wenn ich mit Behörden spreche und unter welchen Umständen sollte ich es vielleicht lieber bleiben lassen? Ganz wichtig, sucht euch Verbündete, macht das nicht allein. Verwaltungs-IT kann manchmal auch sehr frustrierend sein und es hilft einfach total, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, welche Ansätze haben funktioniert, welche eher nicht. Geduld ist ein ganz wichtiges Thema. Die Verwaltung ist per Design einfach so organisiert, dass sie einfach lange braucht, um Changes durchzusetzen. Das ist auch ganz gut so eigentlich. Hilft eben da bei einem politischen Machtwechsel irgendwie zu verhindern, dass eben die Verwaltung plötzlich anfängt, irgendwie Diskriminierungspatterns irgendwie umzusetzen. Deswegen ist eigentlich so eine gewisse Kontinuität, Stetigkeit eigentlich ganz gut. Geht das Ganze strategisch an, überlegt euch, wo ihr was bewegen könnt und lasst euch vor allem nicht vereinnahmen. Ich will nochmal in die Aussage von Jurek aus dem Talk zum ehemaligen Verschwörhaus am Donnerstag hier auf der GPN erinnern. Wenn die Stadt nicht will, dann wird das Ganze auch nichts. Und wenn ihr sozusagen zum Sprachrohr der Verwaltung werdet und am Ende des Tages irgendwie dafür kämpft, dass die Verwaltung so bleibt, wie sie ist, dann ist nicht viel gewonnen. Also passt da ein bisschen drauf auf. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr noch euch weiter für das Thema interessiert, ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten verlinkt, auch unten einen Matrix-Channel, über den wir uns vielleicht austauschen können. Würde mich sehr freuen und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Marco. Ich denke mal, für zwei Fragen haben wir noch Zeit. Gibt es Fragen? Ja, vielen Dank für den Talk. Ich hatte noch eine kurze Frage, inwieweit spielt denn diese ganze Ausschreibungssache eine Rolle, dass man eigentlich immer den günstigsten Anbieter nehmen muss? Und wenn es jetzt halt so IT-Dienstleister gibt, die sich denken, oh, da kann man viel Geld verdienen, aber halt doch nicht das nötige Know-how haben und wie gestern im Talk schon gesagt, einfach plötzlich nach 2 Jahren nicht mehr da sind? Oder was passiert in so einem Fall und wie kann man sich vielleicht dagegen wappnen? Spielt eine sehr große Rolle. Also tatsächlich, das Phänomen, dass IT-Dienstleister irgendwann nicht mehr da sind, ist gar nicht so das Problem. Eher im Gegenteil, das Problem mit Ausschreibungen ist, dass am Ende oftmals immer wieder die gleichen IT-Dienstleister und die großen Beratungsunternehmen die Rahmenverträge gewinnen, die letztendlich eine Ausschreibung vereinfachen. Wenn ich wirklich sozusagen mir auf dem freien Markt irgendwie ein IT-Produkt oder eine IT-Dienstleistung auswählen möchte, dann muss ich relativ komplexe Vergabeverfahren durchlaufen. Was meistens viel einfacher ist, ist auf Rahmenverträge zurückzugreifen. Also so ein Rahmenvertrag ist letztendlich ein Vertrag, wo die Verwaltung schon eben ein gewisses Kontingent vereinbart hat mit einzelnen IT-Dienstleistern
und dort eben dann Leistungen abrufen kann. Das ist meistens einfacher und führt aber gleichzeitig aber auch dazu, dass immer wieder die gleichen Unternehmen beauftragt werden. Die Schwierigkeit ist in der Regel immer sozusagen bei einer Vergabe, sozusagen das ganze Vergaberecht kommt typischerweise aus so einem Produkt. Ich möchte Produkte einkaufen, ich will irgendwie vielleicht ein Auto einkaufen, ich will irgendwie einen, weiß ich nicht, einen neuen Kühlschrank irgendwie einkaufen für meine Kaffeeküche, keine Ahnung. Das Vergaberecht funktioniert nicht so wahnsinnig gut für Dienstleistungen an vielen Stellen, insbesondere nicht für IT-Dienstleistungen. Die sind schwer auch vergleichbar. Also ich kann nicht sagen, irgendwie ich würde gerne eine gute Softwareentwicklerin einkaufen, weil dieses Gut ist schwer zu definieren. Das merken wir auch immer, ne? Also dieses kennen wir alle irgendwie. Es ist einfach, gibt keine objektiven Kriterien. Was ist guter Code? Also guter Code vielleicht an ein paar Stellen schon, aber was ist eine gute Entwicklerin? Deswegen ist das ganze Thema Vergabe unheimlich wichtig und ich glaube, da brauchst du auch noch ein paar Reformen, um da irgendwie dahin zu kommen, dass wir eben einerseits einfacher beauftragen können, aber auch irgendwie richtiger und sinnvoller beauftragen können, die Leistungen beauftragen können, die wir eigentlich brauchen in der Verwaltung. Ja, danke. Super wertvoller oder wichtiger Punkt, ja.